The power of the dark side, 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 side. Yo, yo, yo. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars The Force Awakens. Ja, das Spiel heute am 28. rausgekommen. Heute ist der 28. Wo ihr seht, ist es an einem anderen Datum. Und was das ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, es ist aber nicht wichtig. Und hier, wer kann da hin? Captain Antilles. Ach so, ich muss hier wahrscheinlich hier so wie... Ach ja, oh ja, also ist wahrscheinlich schon, wäre wahrscheinlich schon richtig, ist ja auch egal jetzt. Hier, das ist auf jeden Fall richtig. Da steht bestimmt nicht, es war einmal vor einer langen Zeit in einer bla 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 auf Chinesisch, bestimmt nicht. Und Zwischensequenz und wir halten die Fratze. Alles, was sich bis jetzt zugetragen hat, ist nach meinem Plan geschehen. Auch du, genau wie dein Vater, gehörst jetzt mir. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Gut. Lass deinen Aggressionen freien Lauf, mein Junge. Ich kämpfe nicht mit dir, Vater. Ganz wie du willst. Jedi. Diese Musik ich dich vernichten. Das ist die gleiche Stimme, aber es ist leider nicht genau der gleiche Sound aus dem Film. Das wäre ja überragend. Aber leider ist es das nicht. Und der Imperator kriegt direkt einen gewischt. Wieder neue Magna, nicht Magna, Leibwachen, ist auch egal, irgendwelche Leibwachen, die niemanden interessieren. Irgendwie haben wir schon was übersprungen. Habe ich so das Gefühl gehabt. Moment. Hab's gleich. So. Da wird er attackiert, der Imperia. Der Imperia wird attackiert. Sehr schön. Hä? Wie konnten wir jetzt gerade geholt werden? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Pew. Da kommt der... Was baut er da auf? Der dunklen Seite der Macht gewachsen. Ich bin mir ganz sicher, dass das die Lehrer meistens sagen würden. Mit deinen armseligen Können bist du weder mir noch der dunklen Seite dieser Schule gewachsen. Warum geht das nicht auf den... Jetzt... Der alte Mann hat nur noch ein HP. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich kann meins irgendwie nicht abfeuern. Moment. Jetzt habe ich's. Sehr schön. Jetzt ist er down. Oder ist er passy? Er ist ein Passy.
Das ist aber richtig passi. Das ist aber richtig passi jetzt vom Imperia. Also da hätte ich ja mehr Ehre erwartet. Jetzt kommt hier der große Moment für der Nick 2003, das Epic Battle. Und jetzt wieder der Imperator. Wer gewinnt, wer gewinnt? Ich erwarte nicht, dass Darth Vader gewinnt. Und diese Blitze prallen überragend am roten Sith-Lichtschwert ab. Es wirkt ja so ein bisschen wie der Kampf in Jurassic World oder so ein Darth Maul-Kampf. Also, aber wenigstens die Kameraperspektiven sind aufregend. Und da ist er down. Und ich halt meine Fresse. Luke, hilf mir, die Maske abzusetzen. Jetzt. Geh, mein Sohn. Verlass mich. Nein, ich muss dich retten. Das hast du bereits getan, Luke. Deflektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Ich flieg rein. Dann losgehen. Gruppe Rot, Gruppe Gold, alle Kämpfer folgt mir. Jawohl, es geht wieder weiter. Und wir müssen bestimmt nicht auf die roten Sachen schießen. Und das ist jetzt eigentlich auch nur dafür da, um irgendwie auf Jedi zu gehen, ohne. Wir sind eigentlich nur durchgeprescht, aber na gut, ist auch egal. Also das ist jetzt natürlich auch irre spektakulär. Entschuldigung, ich war kurz mal eben weg. Ja, schön. So muss das sein. Ich bin ein bisschen erkältet, by the way. Aber interessiert auch keinen. Das Ding ist, man kann eigentlich nicht down gehen hier. Es ist... Wenn man wirklich... Weil wir schießen eigentlich durchgehen und da hat man eigentlich keine richtige Chance, down zu gehen. Sehr schön. Okay. Feindliches Fadenkreuz sehe ich aktuell gar nicht. Welches ist das denn? Es wird das Gelbe sein, ja. Hier sind noch ein paar Fighter. Ja, weg, weg, weg. Sehr schön. Ich glaube, ich bin gerade down gegangen, aber ich habe das nicht gesehen. Da sind wir wieder und wir fliegen jetzt in den Raum. Nein, nein, er wird geschlossen. Okay, also der Generator wird gerade zerstört. Oder besser gesagt, kann man ihn jetzt zerstören? Ja. Ah, hier sind ja welche. Da wollte ich gerade meinen holen. Hier ist noch einer. Wie hole ich mir den denn ab? Okay, so leicht. Jetzt schießt. Warum schieße ich den nicht ab? So. Sehr gut. Das war's. Das muss. Ne, doch nicht. Einer fehlt noch. Ich habe das gar nicht gesehen da oben. Okay, das war's. Sehr schön. Stark gelöst und jetzt müssen wir raus. Thank you.
Tja, das war's dann wohl mit dem ersten Level und ich verabschiede mich damit auch sofort von euch. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich und ich würde mich umso mehr auch über eine Bewertung bzw. über einen Kommentar von euch freuen. Egal, wie es letztendlich ausschaut. Ich bedanke mich damit auch schon fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.